Jetzt kommen wir zu einem längeren Abstimmungsblock der Tagesordnungspunkt. Ja, danke. Vielen Dank. Der Tagesordnungspunkt 65. Das sind die restlichen Beschlussempfehlungen. Erstens gehe ich davon aus, dass wir verzichten auf die Berichterstattung. Und zweitens möchte ich Ihnen vorschlagen, ich rufe den Tagesordnungspunkt auf und lasse dann über die Beschlussempfehlung abstimmen, ohne dass ich den ganzen großen Klumpatsch hier noch vorlese. Kriegen wir das hin in der Konzentration? Kriegen wir hin. Wunderbar. Dann rufe ich auf Top 65. Wer stimmt hier der Beschlussempfehlung zu? CDU, Bündnis 90, die Grünen, die Freien Demokraten, AfD. Wer stimmt dagegen? Das ist die Linke. Wer enthält sich der Stimme? Die Fraktion der SPD und Herr Kahnt. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 66. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die FDP, die CDU, Bündnis 90 die Grünen, die SPD und die Linke. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion der AfD. Wer enthält sich der Stimme? Der Kollege Kahnt. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 67. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die AfD, die CDU, Bündnis 90 die Grünen, die SPD, die Linke. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der Freien Demokraten. Wer enthält sich der Stimme? Das ist Herr Kahnt. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 68. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU, die Grünen, SPD. Wer ist die Linke? Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der Freien Demokraten. Wer enthält sich der Stimme? Die AfD. Herr Kollege Kahnt, wie war Ihr Abstimmungsverhalten? Sie waren dafür. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 70. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU, die Grünen, die Linke. Wer stimmt dagegen? Die SPD, die Freien Demokraten. Wer enthält sich der Stimme? Die AfD und der Kollege Kahnt. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Top 71. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU, Bündnis 90 die Grünen, die Linke, SPD und der Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? Die Fraktion der AfD. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist die Fraktion der Freien Demokraten. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 72. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU, Bündnis 90 die Grünen und der Kollege Kahnt. Wer stimmt dagegen? Die SPD und die Linke. Wer enthält sich der Stimme? Die Fraktion der AfD. Da ist die Beschlussempfehlung angenommen. Ja, ihr habt euch enthalten. Hatte ich das nicht gesagt? Also die Freien Demokraten haben sich enthalten. Das wollen wir auch dann noch feststellen. Aber trotzdem ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 73. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die CDU, Bündnis 90, die Grünen, die AfD, die Freien Demokraten, der Kollege Kahnt. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion DIE LINKE. Und wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der SPD. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 74. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die CDU, Bündnis 90, die Grünen, die AfD. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der Freien Demokraten. Wer enthält sich der Stimme? SPD, Linke und Herr Kollege Kahnt. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 75. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Das ist die AfD, das ist die CDU, Bündnis 90, die Grünen. Wer stimmt dagegen? Die SPD. Wer enthält sich der Stimme? Die Linke, die Freien Demokraten und der Kollege Kahnt. Und damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Ich bin ja sehr glücklich, dass ich es nicht auszählen muss. So, Tagesordnungspunkt 76. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die Fraktion der CDU, Bündnis 90 die Grünen. Wer stimmt dagegen? Die AfD, die Fraktion der Freien Demokraten, die SPD und die Linke. Und wer enthält sich der Stimme? Herr Kollege Kahnt, wie war Ihr Abstimmungsverhalten? Dafür, alles klar, damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 77. Wer ist für Annahme der Beschlussempfehlung? Das ist die Fraktion der CDU, die AfD, die Fraktion Bündnis 90 die Grünen. Wer ist dagegen? Die Fraktion der Freien Demokraten, die Linke. Wer enthält sich der Stimme? Die Fraktion der Sozialdemokraten. Sie waren auch dafür, Herr Kollege Kahnt. Also wird auch das festgehalten. Und damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Wir sind jetzt am Ende der Abstimmungen angelangt. Es gibt noch ein paar Ausschusssitzungen. Das will ich Ihnen sagen. Das ist die Enquetekommission Mobilität der Zukunft zur Konstituierung 510W. Das ist der Untersuchungsausschuss 201, 501A und der KPA
der hier im Plenarsaal zusammenkommt. Ich wäre bereit. Ja, ihr geht in den Raum 204. Dann macht das. Viel Freude dabei. Gut, sehr gut. Danke, schönen Abend und bis morgen früh.